Mit der Zeit werden langlebige Spiele wie MOBAs oder MMOs grundsaniert und verändert. Sei es grafische Überarbeitungen, Aktualisierungen von Charakteren oder, wie nun im Falle von League of Legends, die Überarbeitung des Head-Up-Displays, auch HUD genannt. Bei einem strategischen Spiel, wo auf Geschwindigkeit gesetzt wird und der Blick meist mehrere Bereiche des Bildschirms abdecken muss, ist diese Veränderung schon ein weitreichender Eingriff in die Spielerfahrung. Muss man sich doch von Grund auf neu orientieren und gewisse Dinge, die man im Schlaf gefunden und geklickt hat, erst einmal wiederfinden. Dabei macht das neue HUD einen guten, aufgeräumten Eindruck. Zuerst sollten Spieler auffallen, dass links unten nun Anzeigen fehlen. Hier fand man vorher die Werte des Champions sowie die gekauften Items. Dieses ist nun in die Mitte gerückt, jeweils links und rechts anschließend an die Fähigkeitenleiste. Dadurch hat man einen erweiterten Sichtradius, da nun, egal ob man von oben oder von unten spielt, in beide Richtungen bis zum Bildschirmrand die Lane im Auge behalten kann. Diese hat sich sonst im Grunde wenig verändert. Man erkennt weiterhin die Abklingzeiten, die Sonderfähigkeiten, die passive und aktive Fähigkeiten sowie die Lebens- und Mana-Leiste. Ganz rechts sieht es nun doch auf den ersten Blick verwirrender aus. Doch hier wurden alle verstreuten Informationen nun gebündelt in eine Ecke getan. Das beinhaltet nicht allein nur die Karte, sondern von dort aus erkennt man neben der Position von Gegnern und Mitspielern nun auch, welcher Teamkollege welches Level erreicht hat, wer noch lebt und wer bereits erledigt worden ist oder wann man wieder mit den Drachen rechnen kann. Dies sind gerade Informationen, die für die Pro-Spieler überlebenswichtig sind und den entscheidenden Vorteil bringen könnte, wenn man im richtigen Moment die Lage erkennt und so eine Aktion einleitet, die dann zum Sieg führen kann. Informationen, die man sich sonst aus verschiedenen Bereichen und sogar der Tab-Statistik umständlich holen musste. Und auch eben die zuletzt erwähnte Statistik bekam eine Schönheitskur. Die Teams sind nun horizontal angeordnet und können verschoben werden. Dadurch kann man zum Beispiel Midlane gegen Midlane stellen und sieht auf einen Blick, wer von beiden Teams die Nase vorne hat. Das spart vor allem Zeit und Verwirrung. Alles in allem macht das neue HUD einen guten Eindruck. Riot Games hat sich wohl sehr genau überlegt, wo man den Spielfluss an jeder kleinen Stelle optimieren kann. Zwar braucht es ein wenig Gewöhnung, aber erfahrene Spieler kommen sicher schnell damit zurecht.